Im Immersive Mode, also der Ghost-Erfahrung mit deaktivierter Ausstattungsstufe, an Waffenteile zu kommen, ist nicht immer ganz so einfach, weil man im Inventar keine Waffen zerlegen kann. Deshalb zeige ich dir in diesem Video alle Möglichkeiten, um an Waffenteile ranzukommen. Los geht's! Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon. Wenn du da Bock drauf hast, lass mir super gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Die Waffenteile in Ghost Recon Breakpoint benötigst du, um deine Waffen von MK1 über MK2 bis zu MK3 aufzuwerten. Dabei brauchst du am Anfang Standardwaffenteile, dann später fortschrittlichere Waffenteile und zum Schluss Elite-Waffenteile. Viele der Möglichkeiten, Waffenteile zu farmen, die ich dir in diesem Video zeige, kannst du ganz einfach in deinen ganz normalen Spielablauf einbauen und auch zum Teil sehr gut miteinander kombinieren. Ein kleines Beispiel, wie du das besonders effizient machen kannst, gebe ich dir am Ende dieses Videos. Die einfachste Möglichkeit, wie du ganz nebenher ein paar Waffenteile sammeln kannst, ist ganz einfach, indem du die Haupt- und Nebenmissionen des Spiels spielst. Dabei wirst du auch auf verschiedene Kisten stoßen. Das sind zum einen diese weißen Kisten, die kannst du ganz normal looten und da sind immer ein paar Waffenteile drin. Aber du kannst auch die Waffenkisten looten. Und zwar lootest du die nicht normal, sondern mit der Taste zum Zerlegen. Am PC ist das standardmäßig, glaube ich, die Taste F. Die Taste musst du kurz gedrückt halten, bevor du sie wieder loslässt. Und dann nimmt Nomad Waffen Teile aus der Kiste. Und zwar immer Teile der Waffengattung, die in der Kiste gelegen hätte. Hätte in der Kiste zum Beispiel eine Schrotflinte gelegen, bekommst du Schrotflintenteile. Hätte eine Maschinenpistole drin gelegen, bekommst du MP-Teile und so weiter. Die beiden meiner Meinung nach besten Methoden, um an Waffenteile zu kommen, sind der Überfall auf Konvois und das Erledigen von Fraktionsmissionen. Wobei bei dem Überfall auf Konvois der Skill Konvoi-Aufwertung wichtig ist, damit du auch höherstufige Waffenteile bekommst. Wie auch bei den Konvois bekommst du auch bei den Fraktionsmissionen teilweise aufgewertete Waffenteile. Das siehst du hier in der Liste, seltene Waffenteile oder auch Elite-Waffenteile. Und da kannst du dir ganz einfach raussuchen, was du gerade brauchst, um deine Waffe aufzuwerten. Hallo, 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 hier ist die Stimme aus dem Schnitt. Ich habe bei der Aufnahme des Videos noch zwei Quellen für Waffenteile vergessen. Und zwar zum einen die Transportdrohnen, die an manchen Standorten umherfliegen, und zum anderen die Boten, das sind diese Gegner mit diesem Scale-Credit-Zeichen über dem Kopf. Diese beiden droppen zwar nicht immer Waffenteile, aber die können auch aufgewertete Waffenteile fallen lassen. Da ich das, wie gesagt, bei der Aufnahme des Videos vergessen habe, fehlt diese Information natürlich auch im folgenden Teil des Videos. Ich bitte dich, das zu entschuldigen. Und jetzt noch, wie versprochen, eine besonders effiziente Methode, die alle diese Arten miteinander kombiniert. Angenommen, du hast eine Haupt- oder Nebenmission in Sinking Country im Munitionsdepot und möchtest dort per Schnellreise hin. Auf der Karte siehst du, dass es in Sinking Country noch Fraktionsaktivitäten zu erledigen gibt. Dann drückst du die entsprechende Taste, am PC ist das die Taste B, und wählst nacheinander mal so die verschiedenen Fraktionsmissionen aus und schaust, ob eine Fraktionsmission so grob auf dem Weg zwischen dem Garden Mangrove Biwak und dem Munitionsdepot liegt. Wenn du eine oder mehrere gefunden hast, lässt du die einfach angepinnt und begibst dich per Schnellreise zum Garden Mangrove Biwak. Nun ist nördlich des Garden Mangrove Biwak, so quasi halbwegs zwischen dem Biwak und dem Munitionsdepot, noch der Checkpoint Tiger India mit einer T-Kreuzung von zwei Hauptstraßen. Also gehst du zunächst zum Checkpoint Tiger India, säuberst den, öffnest dort die ganzen Kisten, die da rumliegen und zerlegst gegebenenfalls die Waffen aus den Waffenkisten und schaust dich mal um, vielleicht auch mit der Drohne, fliegst ein bisschen hoch, ob da nicht vielleicht zufällig gerade ein Konvoi vorbeikommt. Wenn einer kommt, wunderbar, legst einen Hinterhalt und schnappst dir die Teile aus dem Konvoi. Dann gehst du weiter, grob in Richtung Munitionsdepot und nimmst dabei gerade noch die Fraktionsmissionen mit, die du vorher schon angepinnt hast. Dann erledigst du deine Hauptmission im Munitionsdepot, killst dort vielleicht noch alle Gegner, nimmst dort noch die ganzen Kisten mit und freust dich über sehr viele, sogar teilweise aufgewertete Waffenteile. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du am liebsten die Waffenteile in Breakpoint farmst und wie du meine Version findest. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich.
Wir sehen uns.